Willkommen bei Miet und Honigwein und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch einen Kuchen aus Frankreich vor, wieder aus La Cave du Dragon Rouge, also aus der Höhle des Roten Drachen, ist der Name der Metziderei. 14% Alkoholgehalt, mindestens ein Jahr Fass gelagert und bestehend aus Honig und Apfelsaft, hat in einer amerikanischen Wettbewerb 2019 für das beste Wine and Spirit, also Wein- und Alkoholprodukt aus Frankreich, den zweiten Platz belegt, aber in den USA 2019 die Silbermedaille, so in Miami 2019 die Silbermedaille, und da wurden alle Weine, die mitgemacht haben oder Spirits aus Frankreich, bewertet. Und dann nochmal eine französische Medaille, auch Silber 2020. Das Besondere aus dieser Metziderei, fast alle gewinnen ordentlich Preise. Und das ist wirklich dann mal was Besonderes, das schaffen. Ich kenne zumindest keine deutsche Metziderei, die so viele Preise gewinnt. 14% Alkoholgehalt, erhältlich im Metmark. Link unten in der Videobeschreibung direkt zu dem Honigwein. Und dann nochmal ein Link direkt zu deren Seite von dem Hersteller. Und hier oben haue ich euch nochmal ein Video rein. Müsst ihr gucken, auf welcher Seite. Da kommt ihr nochmal zu einem anderen Verkostungsvideo von einem Met aus der gleichen Metziderei. Was kann man noch Besonderes sagen? Genau, Apfelsaft und Honig ist da drin. In Deutschland muss ein reiner Honigwein laut Gesetz für Hersteller, die verkaufen, aus Honighefewasser bestehen und darf noch ein paar kleine Zusätze haben, ist genau geregelt. In Frankreich heißt es, ein guter Honigwein besteht aus frisch gepresstem Apfelsaft und Honig. Und eine ganz andere Kultur, gewinnt auch mehr Preise, ist einfach ein anderes Getränk. Kann man eigentlich so direkt nicht unbedingt vergleichen mit dem Deutschen, weil eben Apfelsaft drin ist. Manche meinen, Apfelsaft ist immer schädlich für jeden Honigwein. Ein Land mit einer Kultur, die tiefer und weitreichender ist als unsere deutsche im Bereich Honigwein, sagt da was anderes. Muss jeder das selbst wissen. Ich finde, das ist ein schöner Reichtum, dass es die verschiedensten Arten gibt. Und genau, den stelle ich euch heute vor. Genug drumherum geredet, schauen wir uns mal den Geruch an. Honig. Eine tiefe Honignote. Vanille, würde ich sagen. Hat etwas Pfirsich-Apfelartiges. Also eine Mischung. Ich würde jetzt nicht ganz klar Apfelsaft rausriechen, aber Pfirsich-Apfel. So helle, frische Früchte. Hell, leicht, klar. Vom Honig her hat so eine markante Note. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen im Geschmack. Vielleicht kann man das dann noch ein bisschen besser differenzieren. Sehr weich, sehr klar. Erinnert an einen, ein bisschen an Weißwein vom Geruch her. Mit Honignote. Dann probieren wir den mal. Was sagen die Franzosen? Salut. Ich glaube, das war richtig. Im Mund eher halbtrocken, leichte Honigaromen, leicht säuerlich, aber mundausfüllend. Beim Runterschlucken kommt ein Fassaroma durch. Die Honignote wird nochmal kräftiger. Wir kommen zu einer kantigen Note. Erinnert ein bisschen an Buchweizenhonig. Im Geruch auch schon so ein bisschen, aber schwer zu erkennen. Die Apfelnote wird kräftiger. Erinnert ein bisschen an ein Cidre. Cider. So ein bisschen erinnert das so dran. Hat so eine leicht kantige Apfelnote. Im Geruch hat sich jetzt gar nicht so viel verändert. Ich würde den schon als halbtrocken eher einordnen. Also nicht ganz so süß. Ja, Apfel, Vanille. Vanille ist da
Das Fassaroma merkt man auch leicht auf der Zunge. Ja, fast merkt man. Herb, kräftig. Erinnert so ein bisschen an. Das ist so eine holzige Note, die da ist. Die legt sich auch im ganzen Mundraum noch nieder zu den anderen Aromen. Der Honignote ist auch eher dezent, also nicht ganz so kräftig wie bei anderen Honigweinen. Harmonisiert und ein bisschen mit so einer Apfel- oder man kann schon fast sagen, eher frische, helle Früchte. Es ist nicht immer ganz klar, es darf Apfel zu definieren. Man merkt, dass da Frucht drin ist. Und man schmeckt den Honig. Oh ja, jetzt kommt die Honignote nochmal richtig klar durch. Das müsste Buchweizen sein. Oh ja. Die Honignote an sich, die Grundhonignote verschwindet so ein bisschen. Es ist mehr das Kantige von dem Buchweizenhonig. Im Geruch ist es jetzt was kräftiger, nussiger, würde ich sogar schon fast sagen. Dunkle Früchte, Datteln, erinnert mich so ein bisschen an Datteln jetzt. Spannend. Öffnet sich so ein bisschen im Mund. Ja, ich würde sagen, halbtrockener, schön aromatisierter Honigwein. Ich habe versucht, euch den so gut wie möglich zu beschreiben mit den Aromen, die ich in dem Honigwein gefunden habe. Oder im Deutschen würde man sagen, glaube ich, Apfelwein mit Honig oder ja, Apfelwein mit Honig würde das nach deutscher rechtsprechenden Definition heißen. Genau, ein durchaus leckeres Produkt. Die 14% sind auch nur dadurch erreichbar durch den Honig. Und es muss mindestens ein Drittel Honig drin sein, laut französischem Gesetz, wo der auch hergestellt wird. Genau, das war das Produkt. Links, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Oben hier ein Link zu dem von der gleichen Metzgerei. Als Fazit finde ich ihn durchaus spannend. Ich persönlich würde von der gleichen Metzgerei den Original bevorzugen. Es ist mein persönlicher Favorit, mein liebster Honigwein, den ich bis jetzt in meinem Leben getrunken habe. Ganz dicht gefolgt von Angus MacLeod, den Viking. Und aber den ich euch hier oben rein verlinke, habe ich hier auch verkostet. Auch für mich persönlich noch etwas weiter vorne, ein bisschen süßer. Und die Honignote ist ein klein bisschen anders in dem anderen Honigwein. Schwer zu beschreiben. Genau. Damit habe ich heute meinen Honigwein vorgestellt. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder zu einem neuen Video. Und nicht vergessen, freitags gibt es immer Videos rund um die Herstellung von Met und Honigwein. Und wir sehen uns bis bald.